Guten Tag. Schön, euch zu sehen. Bleibt ein Weilchen und hört zu. Tschu-tschu! Servus und hallo, willkommen zu Transport Fever 2 mit dem Anno. Monde! Hallo, Anno! Und natürlich den guten Valvo. Hallo! So, ich würde sagen, genug zugeguckt. Wir haben so viel auf dem Kader zu tun, nachdem wir euch beim letzten Mal hier quasi mit einem Was-wäre-wenn-Gefühl gefüttert haben. Ach, was bisher geschah. Oder so, ja, genau. Okay, Kopfbahnhof für Güter. Irgendwo da herstellen, wo ein Zugang hat. Ja. Ich bin gerade überlegen, was jetzt Autosave. Ja, wenn ich ihn links, genau. Ja. Idealerweise sollte der da auch in den Bahnhof einfahren. Aber. Nee, muss nicht. Wir machen einfach eine Brücke darüber. Stimmt, ja, geht auch. Und wir müssen aber dann da drüben ankommen. Ja, das kriegen wir aber locker irgendwie hin. Ich würde sagen, unten links irgendwie. Also locker wird das nicht, weil der geht wieder bis da oben, sehe ich gerade. Das Sägewerk. Da, wo der rote, wo die rote Umkreisung ist, wenn du siehst. Das heißt, ja. Wir müssen da so drüber. Hier so vorbei mit den Gleisen. Wenn Zoom du mal da näher ran. Ja, bis hierher geht's. Kann man nicht die Autostraße einfach ein Stück weiter nach links verlegen und direkt an das, was jetzt da ist? Das können wir auch, ja. Können wir auch abreißen da. Nee, das brauchen wir nicht. Ich will den Bahnhof unten, wo jetzt sehr viel Wald ist, da würde ich ihn hinhaben wollen. Da würdest du einen Bahnhof hinhaben wollen? Dann haben wir noch einen Bahnhof? Okay. Ich dachte, wir verwenden den gleich, den es eh schon gibt. Ja, aber das ist ein Kopfbahnhof, da kannst du von der Seite nicht rein. Das stimmt. Aber das ist auch eine Möglichkeit, da gebe ich dir recht. Dann müssten wir den nur verlegen. Also wir können die Straße auch abreißen, die brauchen wir eigentlich nicht. Weil wir haben ja da eh Penöpel dahin, wo sie gebraucht werden. Das brauchen wir nicht. Nee, ich würde es folgendermaßen machen, weil die Neigung sonst dahinter zu groß ist von der Kurve, das wird wahrscheinlich sehr viel Speed dann fressen. Ich würde sagen, wir verlegen diesen Bahnhof ein Stück, sodass runter? Er quasi, genau, oder. Hat einen Stift an den Monitor gehalten. So schlimm ist auch nicht. Nee, ich habe einen Stift an den Monitor gehalten, damit ich es mir ungefähr. Ich wollte es dir zeigen, aber das ist sehr sinnfrei. Skype, ich liebe es. Also, wenn du genau. Erinnert mich wieder an Beißler. Warte, ich mach dir ein Foto von meinem Monitor und schickst dir bei WhatsApp, wie ich den Stift da dran halte. Läuft. So, das haben wir gleich. Der Ernst, der macht's wirklich. Ja, natürlich meint er. Ich liebe unsere digitale Welt. Komm, ja, jetzt gelingt ja. Zwei blaue Pfeile. Ich müsste das Foto hier auch einblenden. Okay. Aber nicht ganz so krass, oder? Weil wie soll man dann von hier nach links weiterfahren? Das ist ja eine krasse Kurve. Ja, wo dein Stift endet quasi. Du kannst den ein bisschen weiter nach rechts unten ansetzen, den Bahnhof. Ich wollte dir nur andeuten, die Verbindung. Okay. Das heißt, wir müssen ein Stück die Straße, wo die LKWs drauf fahren, nach links versetzen und das Depot, damit wir da einmal mit der Schiene durchkommen und dann machen wir da einen Durchgangsbahnhof. So ungefähr angedeutet wie beim Stift. Ja, passt. Der Stift. Dann reiße ich da mal ein bisschen was weg. Der Stift darf es machen, also es geht alles schief. Anno Stift ist schuld. So, reiß ich auch mal weg. Ja, Fehler über Fehler, ist mal egal. Ja, passt. Okay. Dann machen wir da den Kopfbahnhof. Ja, ich würde erst mit dem Durchgangsbahnhof anfangen, damit du weißt, wie du den Kopfbahnhof unten von der Neigung her platzieren musst. Okay. Kann man auch machen. Zwei Gleise, würde ich sagen. Jo. Musst noch einmal drehen.
Ja, warte. Genau. Ja. Ich hasse es, wenn ich auf der falschen Taste bin. Du, warte mal, ich bin gerade überlegen. Du könntest theoretisch die Straße, die da dran ist, ne? Ja. Parallel von da, wo der jetzt benüppelt zum Bahnhof ist, nach unten rechts zum Sägewerk. Bis dahin könntest du ja eigentlich die Straße ziehen. Geht auch, wenn wir es brauchen. Ja, wir müssen ja das Straßendepot noch irgendwo in der Nähe da oben anbringen. Meinst du so auf die Art? Genau. Die Größe auch, ja. Gütersgröße auch. Okay. Just because bigger is better. So, dann würde ich ihn ein Stück weiter genau unten ansetzen. Dann kannst du nämlich oben die Kurve besser. Genau, oben haben wir die Kurve besser und du kriegst oben noch das Depot für die LKWs hin. Ja, stimmt, ja. So irgendwie. Ja, genau. Glaub, das sollte passen. Weil dann im Anschluss Höchstgeschwindigkeitsgleis und dann daran. Wo muss ich ran? Da. Muss ein bisschen was von der Brücke, glaube ich, noch wegnehmen, damit es auf höhere Geschwindigkeit geht. Weil die Brücke so ein bisschen eine Neigung nach oben hat. Würde ich auch vermuten. Schauen wir mal, ob es besser wird. Oh Gott. Ernsthaft? Ja, reiß noch ein Stück von der Brücke weg, das ist okay. Noch ein Stück von der Brücke? Ja, ja. Ich komme ja so schon nicht durch. Ja, wegen dem Berg, der dahinter kommt. Deswegen, wir müssen vor dem Berg noch ein bisschen weiter südlich anbrissen. Welcher Nimm Berg? Ja, diese Aufschüttung. Ja, genau. Okay. Ich glaube eher, dass der Probleme mit Wasser hat. Ach, wo? Diese. Okay. Links, rechts ist egal. Machen wir. Das ist wirklich egal, ja. Links. 90. 90? Ja, klick mal unten die unterste Brücke an. 180, okay. So. 180 kriegen die Güterzüge eh nie hin. Sollte man vielleicht die anderen auch nochmal überarbeiten, das sind alles 90er. Echt? Die zwei, ja, schon stark danach aus. Ja, stimmt, die haben das Geländer nicht, ne? Ja. Ja, ich würde sagen, dann dürfen wir alle Brücken über. Oh Gott. Wie gut, dass der Wald nicht so viele Brücken baut. Moment, ich wollte das alles aufschütten. Du hast gesagt, behalten wir doch die Brücken. Kannst du es eigentlich einfach anklicken, die Brücke, und dann upgraden? Ja, klar, das, ja, natürlich. Na, ich meine, einfach machen. Ja, ich habe nur Elektrifizierung und Höchstgeschwindigkeit. Was ich übrigens dämlich finde, dass es nicht auf einmal geht, dass man nicht beides anwählen kann, sondern ich muss das halt getrennt davon voneinander machen. Soll echt jetzt? Ja, alles das elektrifizieren und alles auf Hochgeschwindigkeit setzen. Darum hatte der Offscreen-Vibe auch so viel Spaß. Was meinst du? Kann es sein, dass wir dann mit dem Hochgeschwindigkeitsgleich schon lange gepennt haben, dass man es jetzt schon viel früher verlegen könnte und dann, egal. Nee, das ging erst ab einer gewissen Zeit. Das ist erst freigeschalten worden. Okay. Aber das ist sehr mühsam, finde ich. Das sollten wir auf einmal machen können. Beides auswählen, nicht nur entweder oder. Probier mal, ob du dann einfach. Was brauchen wir denn? Wir brauchen E, ne? Oder brauchen wir hoch? Ja, das ist. Was brauchen wir? Probier es mal Oberleitung und Hochgeschwindigkeit, ja. Genau, probier mal Hochgeschwindigkeit, wenn du sie einfach über der bestehenden Brücke drüber ziehst, ob das dann sagt, ja, hier kannst du aktuell. Nein, kannst du nicht. So meinst du, oder was? Ja. Nee. Es gibt ja manche Spiele, die das dann so aktualisieren, dass du quasi deine bestehende überschreibst. Schön wär's. Mensch, Tom, was könnt ihr eigentlich? Ja, im Prinzip alles, was so rosa-rot ist, kannst du abreißen und dann neu rüberziehen einmal eben. Und dann hoffen, dass es immer noch erkennt und bauen möchte. Und nicht sagt, hey, das ist jetzt so zu knapp. Das ist schon zu wenig. Weil dann raste ich aus.
Dann raste ich aus. Merkst du, deine Performance ist es auch nicht gerade besser geworden. Nee. Ne? Ich höre immer schon das Geräusch, das Klicken und das Abreißen. So, dann dauert es noch 2 Sekunden, bis es auch passiert. Nee, also seit dem Performance-Patch ist es gefühlt schlechter geworden. So, das Blaue, ja, passt. Warte, warte. Oh, genau. Hier die hohe Brücke da. 180. Auch interessant, dass es abhängig ist von dem Aussehen der Brücke. Er passt sich den an, also er verbindet ja die oberen zwei Brücken, bei der unteren trennst dich ja voneinander. Ja. Deswegen hat er die beim ersten Mal nicht erkannt, dass du die identische Brücke haben willst, aber beim oberen hat er es natürlich an die andere parallel angepasst. Nee, ich meine nur, dass das Aussehen abhängig davon ist, wie schnell man darauf fahren kann. Das Aussehen, ja, ich glaube, denkt man mit dem Aussehen, damit man es überhaupt unterscheiden kann. In der Zukunft, damit man nicht irgendwie vergisst, mal eine Brücke zu upgraden wie wir, sondern man sieht optisch, hör, die sieht ja noch ganz altbacken aus. Das zum einen, also zum Spielerischen. Und zum anderen hat das natürlich auch in der Realität Gründe, was die Stabilität angeht. Also ich meine, so mit diesen Eisenstangen und diesen Verflechtungen kann das natürlich schnellere Erschütterung vielleicht einfach besser abfedern als so eine Holzbrücke. Aber ich finde, das sollte von Beginn an ausgewählt sein. Also wenn man jetzt schon sagt, auf Hochgeschwindigkeitsgleise, dann sollte nicht dieses Standardmäßige ausgewählt sein, dass es dich bei der Brücke runterschraubt auf einen Speed, sondern er sollte eigentlich die Eisenbrücke auswählen. Und man könnte dann selber manuell sagen, nee, die gefällt mir aber besser. Das finde ich seltsam. Aber okay. Seltsam, halt so. Aber okay. Das 74? Du hast einen leichten Knick drin gehabt, ja. Okay. So, das kannst du auch so das heißt, ein großer Tunnel oder eine große Brücke. Ich fände einen Tunnel optisch besser. Ich merke schon, du bist eher so der Tunnel-Typ. Ja, die Brücke wäre sonst über beide Straßen und die zwei Brücken. Also es wäre eine sehr lange Brücke und ich weiß nicht, lange Brücken aus dem Nichts ohne Begründung sehen irgendwie immer komisch aus. Er will aber auch immer erst den Bahnhof bauen, bevor er weiß, wie die Neigung ist. Ich hab mir das gerade ausgemessen. Ach so, ja, klar, okay. Na, guck. Ja, ich gebe dir grobe Kante recht. Brauchst du schon 2 Stifte, ha? Kommt drauf an, wie du zoomst. Augenmaße FTW. Dass er da dann wieder standardmäßig diese 90er macht, das ist echt ein bisschen seltsam. Wir kommen gar nicht runter. Okay. Ich meine, da runter kommst du nicht? Nee. Wett. Das Spiel kann aber schon auch Tunnel bauen. Ja, doch, du hast welche gebaut. Ja, also ich hämmer auf Ende, aber es passiert nichts mehr. Mach mal folgendes: Verbind zwar nicht bis zum Bahnhof, sondern mach die Strecke im Leeren. Hm. Also okay. Ohne Anschluss an den Bahnhof. Ja, kann ich auch machen. So wie ich es auf der anderen Seite gemacht habe. Da, wo ich so ein Penöpel rauswachsen habe lassen. Ja. Aha, jetzt sagt der standardmäßig, er möchte eine Brücke machen. Hä? Willst du mich verarschen? Geht nicht weiter tiefer? Hä? Was? Wie hoch ist es denn hier? Ist das so ein krasser Anstieg? Das ist eigentlich ultra flach, das Gebiet da. Eigentlich ja. Also, ich kann auf N hämmern, aber es passiert nicht mehr. Es ist nicht mal okay, ebenerdig. Mach mal X. Ja. Soll ich bis hierher fahren? Nee, mach mal nicht. Lass das mal eben weg. Mach das mal weg, genau. Und starte mal komplett im Leeren mit dem Bau der
Papier so, oder was? Nein, schon so, dass du grob anschließen könntest, also dass du ein, zwei Meter vor die, genau, da. Dasselbe, so endest du auch quasi da drüben, aber nicht anschließend. So, okay. Genau. Und jetzt probier es nochmal. Okay, es wird zumindest weiter runter gehen. Mag es aber trotzdem nicht. Okay, die Straße da oben könnten wir noch ein Stück verlegen. Ja, dann müssen wir die Straße da unten auch verlegen und die Gleise auch. Ja, doch ganz eben, ehrlich, da würde ich eher eine Brücke machen. Weil die Brücke mag er eher. Aber wenn du es, als du es länger gezogen hast, war ja ein Tunnel eben da. Da war ja nicht nur eine Schiene. Ja, hat trotzdem Kollision hingeschrieben. Ja, unten rechts bei der Straße. Und ziehen wir die Straße, die Schiene, genau. Okay. Ja, passt, dann machen wir so. Weiter rauf geht's nicht, ne. Okay. Dass es auf 219 runtergeht. Ja, siehst du nicht die krasse Kurve, die da drin ist. Ja, aber hallo. Na, geht doch. Geht doch. Sogar die richtige, sehr schön. Ja, wie gesagt, das sind Frachtzüge. 174. Kommen eh nicht auf so hohe Geschwindigkeiten, weil die Frachtgüterwaggons später, glaube ich, auf 120 maximal, glaube ich, geeicht sind. Ja, es hat eine Unschönheit, finde ich. Ja. Da sagt der innere Monk auch. Ist gleich richtig. Dein innerer Monk, ey. Es ist auch so ein Kunde. Okay. Dann machen wir das noch ein bisschen gerader. Gibt es da vielleicht sogar noch schnellere Straßen als die da jetzt gerade verlegt war? Ja, ja. Das schon. Frage ist, ob wir es brauchen. Jo, wir haben schon. Jetzt laut das 50er. Ja, machen wir was. Komplett durch die Stadt durch, also durch alles durch. Das sind die ganz 60, rechts. Rechts ist 80. Oh, Alter, gibt's aber schon mehr. Autobahnauffahrt. Okay. Aha. Das ist neu. Große Autobahn, 100 km/h. Eine Autobahn mit 100 hier, würde ich sagen. Gib ihm. Okay. Landstraße wird es auch geben mit 100. Große Landstraße reicht eigentlich auch. Die Landstraße sieht breiter aus. Es nimmt nur unnötig mehr Platz weg, glaube ich. Ne, es gibt zwei Landstraßen. Extra große und große Landstraße. So. Oder wie meinst du? Autobahn? Ach, da. Ja, die Autobahn ist schmaler. Das ist, glaube ich, stimmt, ja. Vom Bau her einfacher. Interessant. Interesting. Ja. Gefällt mir jetzt schon nicht. Dann Tunnel dann? Meinst du wegen, hoff, dass wir da runterkommen. Weil die LKWs den Zug kreuzen oder was? Ja. Exactement. Du kannst ja folgendes probieren. Eventuell müssen wir gar nicht rüber, sondern dass das Depot genügend. Also wenn du nur die Straße zwar rüberziehst. Gerade, ganz normal. Also. Ist ja egal. Ja. Und das Depot aber unterhalb von den Gleisen baust, die Transportreichweite des Depots aber trotzdem bis zum Sägewerk reicht. Das ist so. Dann müssen wir nicht über die Schiene rüber. Gefällt mir. Ja, no. Deswegen habe ich ihn dabei. Okay, gerne, gerne. Unser Monk. Okay, ja, cool. Passt. Das gefällt mir noch besser. Da bin ich dafür. Oh, Ja. Die Autobahn ist einspurig. Dreispurige Autobahn. Nein, aber du fährst sie nur in die Richtung des Pfeils. Oh. Ja, dann. Dann nicht. Dann Kommando Retour.
Na komm. So. Dann wird's wohl doch zu einer Landstraße werden. 100 oder ne 80er. 80er ist so, 100er ist so. Geht aber. Ja, machen wir 100er. Du kannst ja über die Schienen eine 80er machen, damit es nicht ganz so fett da aussieht. Und okay. Dann unten folgend einfach dann die fette, die 100er, genau. Alter. Jo, mach eine Sichel draus. Das nervt. Krass. Wir haben noch überhaupt keine Autobahn und das ist die erste Autobahn für die Güter. Damit das Holz schneller gerodet, verbrannt und verarbeitet werden kann. Ich merk schon, ja. So, passt. Passt, wir haben noch Kontakt darauf. Sehr schön. Geil, okay, das hat er erkannt, dass er daher muss. Aber irgendwas macht er oben noch mit roten Alarm. Die hat er nicht erkannt, oder? Mit Memphis, das hat er nicht erkannt. Okay, ja, gib ihm vielleicht noch ein bisschen Zeit. Memphis Holz. Ja, weil das vorher ein Kopfbahnhof war, weil wir den Bahnhof so entfernt haben. Ja, mach mal von der Pause ins Play, dann vielleicht findet er es ja nach einer Weile dann. Nee, das war vorher Elise. Achso, ja, vielleicht. Das Gleis hat sich jetzt nicht geändert. Das hat sich halt der ganze Bahnhof geändert. Das Fahrzeug hat's geschafft. Jetzt hängt ein anderes. Jetzt hängt der Zug. Okay. Also. Geh mal zu dem Zug für Bretter. Soll ich nicht mal die Linie mal machen? Kannst du auch, ja. Elisabeth West. Ist es jetzt LKW oder ist es jetzt die... Das ist die, die Güter. Ja, aber Güter im Sinne von LKW oder Bahn. Entschuldigung, ja, richtig, das ist LKW. Okay, gut, nur dass du das Richtige jetzt miteinander verbinden. Das ist aber falsch. Der hat automatisch das als Güterlinie verwendet. Drum funktioniert's nicht. Hä? Achso, Moment, der will die LKWs im Bahnhof abladen? Oder was? Ja, warum nicht? Die fahrende Straße. Oder rollende Landstraße, oder wie heißt das? Okay. Originell. Öfter mal was Neues. Lass mich raten, die Bahn versucht ja dann im Straßendepot ankommen zu lassen, oder was? Oh Gott, ernsthaft? The fuck? Okay. Nehmen wir auch weg. Von hier nach hier rüber. Sehr schön. Soll ich dir auch noch sagen, was du mitnehmen darfst und was nicht? Sicher jetzt aber ja. Okay. Da ist immer noch eine Fehlermeldung. Na, der Zug kommt wahrscheinlich jetzt schlecht auf die Straße. Du hast halt, glaube ich, noch keine Oberleitung. Wir haben nur die Hochgeschwindigkeitsgleise vorhin, glaube ich, gebaut, oder? Das müsst ihr automatisch machen. Hier, Oberleitung, ja. Guck die Strecke mal an, auch bei den Brücken, die wir gemacht haben, weil er meckert ja offensichtlich wegen Strom. Ja, die müssen wir auch noch machen. Sieht gut aus. Auch die vom Bahnhof weggehend. Ja. Hast schon recht, der meckert wegen am Strom. Kein Weg elektrisch. Okay, warte, schauen wir mal.
Ah, der Bahnhof selbst vielleicht, beim Sägewerk. Das könnte sein. Ja, der ist auch. Ne. Das ist auch. Die Strecke haben wir noch gar nicht aktiviert. Hä? Jetzt kann. Ah, warte mal, klick mal den Zug an. Wo man da steht. So, klick ihn mal an. Und mach mal dieses Wenden-Ding. Diese Drehfläche. Ah, okay. Mhm. Okay. Das ist auch ein bisschen seltsam, oder? Ja, das war schon im ersten Teil sehr buggy, wenn du das. Ja. Dafür soll man ihn ja eigentlich angeblich anhalten. Er hat ja auch noch so ein Stoppsignal, dass du ihn während der Fahrt stoppen kannst. Weil es offensichtlich so ist, wenn er im Bahnhof ist, dann rafft er überhaupt nichts mehr, wenn du an der Strecke mit dem Bass gehst. Das schaut echt so aus. Oh mein Gott, wo soll ich hin? Was ist jetzt passiert? Ich kann zwar nur diesen einen Weg fahren, aber ich bin total verwirrt. Oh mein Gott. So, neue Linie von hier nach hier. Du bist eine Holzlinie. Du bist eine Holzlinie. Und du bist eine Holzlinie. So. Depot. Bau einfach irgendwo unten oder oben irgendwo ein kleines Depot ran und. Ja. Fertig. Oh, warte mal, ist da oben Ding? Warte mal, geh nochmal ins Depot. Ja, wir hätten da oben ein Depot. Theoretisch. Ja, das ist aber auf der falschen Seite, weil der Bahnhof ist anders. Egal, lass so. Mach einfach ein neues Depot. Ja. Sehe ich auch so. Bin hier ein großer Fan davon. Warte mal, die Linie geht von wo weg? Von diesem Zentrum, alles klar. Das heißt, ich mache das Depot in die Hattest Richtung. Hattest du da wirklich in der Vergangenheit Probleme damit, dass er das nicht erkannt hatte? Wenn du das Depot in die falsche Richtung gebaut hast, im Gegensatz da, wo die Route startet? Ich bilde mir ein Ja. Echt? Okay. Kann sein, dass ich irgendwas nicht geblickt habe. Okay, Fahrzeug kaufen. Ich glaube, die war ganz gut, die MILF-Klasse. Ja, klar. Dann nehmen wir den Rungenwagen. MILF, die war ganz gut. Kann ich empfehlen. Would use again. Uh, 108 hat man? Ne, dein Monk hat 120 gesagt wahrscheinlich. Ja. Dein Monk. So, passt. Das war auch beim letzten Mal, ne, wo du gesagt hast, nee, ich möchte gerade zahlen. Er lässt sich leichter mitarbeiten. Das wäre 108 keine gerade Zahl. Es ist immer Ansichtssache. Juhu, wir können wieder alles durchtauschen. Yeah. Yeah. Die ist auch wieder schwächer. Nur 80 km/h. Die Lok. Das ist eine Lok? Achso, ich dachte, das wäre ein Tram. Was ist das für eine Lok? So wie ein Kastenwagen. Tram war das jetzt aber keine. Erste Diesel-Lok. Okay. Ja, es sieht halt aus wie so ein typischer Straßenbahnwagenkasten halt, ne? Boah. Was war das andere? LKW, oder? LKWs, ja. Mit und ohne Plane. Okay, also wieder Güter. Okay, passt. Ja, cool. Dann können wir die mal schön aufleveln. Ja, ich würde sagen, tauschen, mach doch einfach die LKW-Route da links, wo wir gerade mal dabei sind. Die hier verbessern? Jo. Als letzte Schandtat der Folge, weil wir sind... Oh Gott, schon wieder. Theoretisch, weil irgendwo 25, 30 müssten wir sein. Fahrzeug verwalten. Alter, eins ist 71 Jahre alt. So, Cargo. Die Ford-Dinger. Was hatten wir bisher? Irgendwas Grünes. Ich glaub, das war abhängig davon, welche Ware er mitnimmt. Ne? 40 km/h. Die sind auch 40 km/h. Also die wären alle nicht besser.
Schau, da diese Amo sind auch 40. Die Mach waren sogar nur 30 zwischendrin. Hä? Wo ist denn da jetzt der Unterschied? Nimmt er mehr mit? Okay, mehr Leistung auf jeden Fall. Gewicht ist weniger. 8 für alle Güter, 9 für spezielle. Und bei Benz hat man 7 und 8. Okay. Nehmen wir einen mehr mit. Und ein bisschen mehr Leistung. Aber viel Verbesserung ist das nicht. Nee. Also dafür, dass wir jetzt irgendwie hier schon 6-7 Modelle haben und sich da irgendwie nichts groß regt. Ja. Seit Jahren jetzt eigentlich. Von wann ist der erste, von wann ist das, dieser grüne da oben? Der Benz. Ja. Also von 1912 bis 1930 hat sich technologisch wie nicht verändert. Flup. Flup. Aber ich würde sagen, machen wir mal eine Mitfahrt damit, wenn wir schon mal gerade da sind. Auf dem neuen Highway. Joa. Das sieht gar nicht aus, als ob das Fracht-LKW ist. Das sieht aus wie der typische. Zum Pickup. Hallo, ich komme aus Texas und hab irgendwie eine 5-Kuh-Ranch. Oder so. Das stimmt aber. Nicht, dass wir hier irgendwie. Wir sind ein richtiger Großindustrie-Mongol, deswegen. Ja, sieht schon ein bisschen seltsam aus. Dermaßen überladen, dass die Reifen wahrscheinlich auf den Feld. Auf diesen. Halt ihn an der Seite aussetzen wird. Holz. Oh! Alter, was? Goldene Ampel? Was ist denn für eine dekadente Gegend? Wieso haben die überhaupt eine Ampel? Das macht überhaupt keinen Sinn. Das ist ein neues Spielfeature. Tatsächlich. Toll. Das habe ich in den Trailern gesehen. Kann man es ausschalten? Ja. Das ist okay. Skyline. Können wir das gleich machen? Verkehrsschluss steuern. Ampel. Du kannst entweder ganz weg machen oder bestimmte. Ja, und wo mache ich das? Frag mich nicht. Gut, danke fürs Gespräch. Was ist denn das für ein Symbol oberhalb von Play links da links oberhalb davon? Von was? Von Play Button unten. Das sind die Fahrzeugstatistik und Linienstatistik. Das ist. Okay, was ist weiter rechts noch kommt? Dann haben wir die Stationen, Städte und Industrie. Also wie groß die Städte sind, wie groß die Industrien sind. Die Stationen, wie viele da warten. Hm. Fahrzeugstatistik und Linienstatistik. Zählt das jetzt als Linienstatistik, weil die neu dazugekommen sind? Weil die erst ab hier losgehen oder weil es ab hier eine Autobahn ist? Da bin ich überfragt. Ich dachte, die Linienstatistik wäre nur die Statistik unserer Transportrouten. Was ist das für graue Striche da unten? Ja. Nee, da kann ich genau nichts einstellen. Wenn du. Einstellungen? Kann auch nicht sein, oder? Dass ich es generell einstellen kann. Ich müsste es ja für dieses Segment einstellen können. Scroll mal bei der Steuerung nach unten. Vielleicht kommt da ja irgendwann Kamerazeigebau, Schienengleis, Signale, Gleisierung. So, okay, weiter. Fahrzeug, Bulldozer, nee, weiter. Linienstatistik. Nee, ist was anderes. Datenlayer, Layer. Reiseziel, Güter, schiffbare Gewässer. Ne, das ist alles das auf der linken Seite. Warte mal, was ist das? Straßenverkehrslayer. Keypad 8. Okay. Kameratool. Bauoptionen. Achso, das ist nur größer und kleiner machen. Das wahrscheinlich. Hat Filter? Das ist Keypad 8?
Was ist ein Keypad 8? Naja, die 8 auf dem Keypad rechts auf der Tastatur oben Mitte. Ah, das ist okay. Okay, das hilft. Ah, warte mal, Verkehrsampel, kannst du da draufklicken? Wo stimmt das? Da, unterhalb dieses Diagramms. Verkehr, ah. Da. Nee. Ja, aber dann, nee. Oh, ganz unten in dieser linken Spalte, kannst du da vielleicht draufklicken? Unten in der linken Spalte hat Symbolfilter. Nee, muss auch nicht klar. Ist aber interessant, wie sie es verfärbt. Rot, weil er auf Rot. Weil er gerade Rot hat, oder was? Vermutlich, ja. Der da blau ist, der hat jetzt auch Rot, der kann jetzt blau. Statt grün ist er blau. Und eine Frage: Brauchen wir die Straße nach unten? Weil, wenn wir die wegnehmen, dann hätten wir theoretisch keine Ampel, glaube ich. Eigentlich nicht. Oh, warte wegnehmen. Mal. Geh nochmal in das Menü, wo du eben warst. Ja, warte, ich nehme mal die Straße weg, oder? Oder magst du es zuerst? Na, schau mal zuerst. Mach doch mal eben das andere. Geh nochmal ein Stück näher ran. Da war doch eben. Nee, das andere, wo sich das so verfärbt hat. Da oben ist so ein Schloss. Auf der Straße. Was passiert dann? Hä? Und unten, wenn du es unten auch wegnimmst, ist dann die Ampel. Spielereigentum? Kann man das mal übersetzen? Kann man da vielleicht mal. Ah, dann dürfen da keine anderen Verkehrsteilnehmer drauf fahren, also keine Privat-PKWs. Damit wir das, dass du quasi Routen und Straßen hast, die nur und nur deine Fahrzeuge drauf fahren, aber nicht die von den NPCs, also von Stadtbewohnern und so weiter. Weißt du, was ich meine? Ja. Die Frage ist. Jetzt sind aufwendig, wenn ich irgendwie das 1000 Mal. Schon, ja. Okay. Das ist aber echt seltsam. Und die Verkehrsampeln werden halt überhaupt nicht angezeigt, obwohl es welche gibt. Wenn du näher ranzoomst an die Kreuzung, dann vielleicht? Kannst du Kreuz die Ampelanlage anklicken dann? Und nö. Ja, komm, dann reiß mal die Straße unten weg. Brauchen sie ja nicht. Dann ist es hoffentlich schon vorbei. Danke. Weil wo? Ja? Achso. Zum Wald ist weg. Der ist komplett weg? Hier? Ja. Klick mal das Fahrzeug, also das, ja, das Laden, glaub, das dürfte kein, ja, so weit färbt ihn nicht weiß. Da. Okay. Ich reiß ihm das trotzdem mal weg. Und dann baue ich einfach das scheiß Depot neu. Ja, passt schon. Ist schon recht. Korrekt, so. So, bitte erkennst, danke. Jetzt steht da in dem Po, hier möchte ich jetzt einen Passagierzug halten. Steht auf einmal der Lok drinnen. Und nicht zu vergessen, zu dem Holz gesellen sich gleich noch zwei Pakete Essen. Oh Gott, das hatte ich ja schon wieder ganz verdrängt. So, sehr schön. Kommet und nähret euch. Okay, na gut, dann schreibt es aber gerne in die Kommentare, wenn ihr das wisst, bezüglich deren Verkehrsampeln. Jo. Wie das da genau funktioniert. Weil wenn man es umändern kann, dann wäre interessant, wo. Linienmanager schon mal nicht. Fahrzeugmanager auch nicht. Bei der Straße. Vielleicht beim Straßenbau vielleicht? Was kannst du denn bei diesem Zaubertool da auswählen? Bei der Autobahn war es, oder? Ne, bei der Landstraße. Warte. Straße.
Land. Zaubertool. Traumgleis. Busspur. Einbahn. Stadt. Das ist überall kleiner. Was sind das, die anderen Symbole da? Modifizierung? Busspur? Das andere, dieses Pendel rechts. Das ist ganz normal. Nee, rechts davon. Wegpunkt. Für die LKWs. Also ich sag mal, irgendwann finden wir schon raus, wie man die Ampel macht hier. Ja. Vielleicht ist das ja auch in dem frühen Zeitraum, wo wir jetzt 1931 noch gar nicht vorgesehen. Vielleicht. Schreibt es auf jeden Fall in die Kommentare, wenn ihr es wisst. Würde uns sehr freuen. Okay, na gut, dann vielen Dank fürs Zuschauen und auch noch fürs Dabeisein. Gerne, gerne. Und dann bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal, mach's gut, tschüss.